Juhu, welcome, willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast New Normal. Wenn du zum ersten Mal hier bist, dann danke. Nach 30 Jahren mit der Technologiebranche beschäftigt, spreche ich heute mit Menschen darüber, wie sie sich an die sich ändernden Kommunikationslandschaft anpassen. Über die, die sie nutzen und die nicht. Was hat sich in den letzten Jahren verändert und was ist für sie Innovation? Hier geht es nicht um Technologien, sondern wie Menschen sie nutzen. In meinem Podcast geht es um Innovation und Innovation in Zeiten des Wandels. Mein Name ist Andrew Mayer und willkommen bei New Normal. Heute habe ich eine besondere Gast, Nicole Menten. Nicole ist schon über 20 Jahren als Business-Psychologin unterwegs. Willst du wissen, was das ist und was und wie sie das tut? Dann bleib dran. Wir haben über Leid, Disruption und Innovation und wie Menschen, Firmen sich weiterentwickeln können. Es geht vom Mount Everest über Billable Hours zu einer Zeit der Reflexion. Und ich habe diese Interview auch beim Hochladen genauso gern angehört. Hast du schon mal über Zoom mit jemandem meditiert? Na dann, hör mal rein. Schon ein paar Kleinigkeiten von mir. Auch in diesem Interview habe ich von meinem Versuch, vom LinkedIn-Versuch, wo ich dann nicht mehr auf Posts geliked habe, sondern nur kommentiert. Und wie das da auf mich gewirkt hat, da wird man hier sehen. Nicole gibt mir ihre Psychologensicht der Dinge im Interview. Dieses Interview, muss ich auch sagen, war im September letztes Jahres. Und ich bringe sie jetzt erst online. Der Grund ist dafür, mit meiner Podcast zu den Menschen zu kommen für die Interviews. Und das war nicht mehr möglich, kurz nach dieser Aufnahme. Heute ist es schon Juli. Ich bin jetzt wieder mit der Planung, neue Interviews zu führen und freue mich wieder auf meine New Normal und meine Podcast. Aber jetzt genug von mir und zum Interview. Heute fokussierst du, Nicole, auf das Influencing Human Leadership Behavior in the Work Environment, Creating Conditions of Extraordinary Performance. Mhm. Das liest sich natürlich sehr hoch aufgesetzt. Ja. Aber du warst auf Mount Everest, ja. Im Basecamp, hast ja. Du die Reise gemacht. Über 20 Jahre hast du schon Erfahrung in die Business Psychologie. Du kommst aus einer, was ich sehr gut kenne, aus der Zeit als Business Consultant von Arthur Andersen und Deloitte. Ja. Und meine erste Frage wäre, hat diese Zeit irgendwas hinterlassen bei dir oder dich motiviert, um das zu tun, was du heute tust? Mhm. Weil ich kenne zumindest die Business Consultant Seiten von Andersen sehr gut, aus den 90ern, Anfang der 2000er. Mhm. Das ist nicht Entspannung und das ist nicht unbedingt Extraordinary Performance außer Schaffer Häuslebauer, so der Thematik. Ja. Wie war das und was hat dich dann besonders beeindruckt oder motiviert oder war das völlig getrennte Erlebnisse und Erfahrungen? Ich war schon während des Psychologiestudiums einfach interessiert an Systemen, an Firmen, an Menschen in Gruppen und was motiviert uns? Was lässt uns super arbeiten? Was lässt uns Menschen gut führen? Was auch immer das heißt. Wie lösen wir Konflikte? Wie gehen wir mit Teamdynamik um? Ganz wichtig, wie gehen wir mit Wandel um? Ja, Change Enablement, Change Management. Und die Zeit bei Arthur Andersen und die Leute war sehr lehrreich. Es waren harte Jahre. Wir haben nur gearbeitet. Und gleich, da ging es um Stunden. Da ging es um Stunden, billable hours. Genau, billable hours. Du bist, so habe ich mich gefühlt, dann Schiebemasse. On the upside, viele verschiedene Industrien kennengelernt. Schnell in eine Firma reinkommen, schnell einen Überblick haben, Big Picture sehen. Es trainiert dich im Denken. Das fand ich gut. Was schwierig war, ist, es war überhaupt keine Work-Life-Balance. Kommt schon wie freitagsabends um. Da kommen wir nochmal dazu. Gell, da kommen wir heute nach Hause und packst am Sonntag schon wieder. Was mir gefehlt hat da und weswegen ich auch gegangen bin, war die menschliche Seite. Ich habe das Gefühl gehabt, wir waren alle Maschinen.
Und das ist ganz im Gegenteil zu das, was du heute tust. Und vielleicht lasse ich dich jetzt kurz, weil ich kann das nicht alles so gut wiedergeben. Was tust du heute? Was motivierst du das, in was du heute tust? Ja, ich frage mich auch, was tue ich heute? Weil jeder Tag ist anders als der andere. Grundsätzlich begleite ich Menschen und Firmen in ihre Kraft und ihre Klarheit. Das ist mal so grundsätzlich, weil ich beobachtet habe, viele Firmen und viele Menschen in Firmen haben wenig Kraft im Sinne von Energie. Die Batterien sind leer, ja. Burnout, Stress und so weiter. Oder wir machen Job nach Vorschrift, solche Sachen. Wir tun zwar anders, aber also wenig Kraft. Und ich schaue, wie können wir in unsere Kraft kommen? Das hat auch was mit Energie, mit Lebendigkeit, mit einem gesunden Vorwärts zu tun. Mhm. Und Klarheit heißt für mich auch nicht nur mentale Klarheit. Wir sind alle relativ schlau, die ich treffe, gell? Haben einen guten Computer hier auf den Schultern sitzen, sondern auch Klarheit, nicht nur auf einer mentalen Ebene, sondern auch Klarheit im Sinne von, fast schon Bauchgefühl im Business oder Intuition. Okay. Ja? Weil das ist für mich nichts in der Esoterik-Ecke. Für mich hat jeder eine innere Stimme oder einen Körperkompass, über die er ganz schnell Entscheidungsinformationen kriegt, ob jetzt Gänsehaut, ob jetzt Nackenhaare stellen sich auf, Bauchgrummeln. Jeder, mit dem ich spreche, hat irgendeine Körperempfindung, wo er Informationen kriegt. Und das dient auch zur Klarheit. Deswegen Kraft und Klarheit. Okay. So, genau. Und so Firmen kommen zu dir. Ich weiß, du hast Workshops, du hast Outings. Es ist jetzt Oktober 2020, genau. Also um klar zu sein, wir sitzen hier in der Schweiz, nicht unweit vom Zürich und du hast mit Menschen zu tun, oft direkt mit denen. Also ich denke, in der Vergangenheit hast du wahrscheinlich nicht so viele Zoom-Calls gehabt mit deinen Kunden, also nicht als zu bearbeiten, vielleicht als vorbereitende Calls. Wie war das für dich in dieser Zeit, der letzten 6 Monate? Was müsstest du ändern? Mhm. Wie haben sich die Kunden darauf reagiert? Ich habe vorher schon relativ viel über Videocalls auch gemacht, weil ich auch Klienten in Deutschland hatte oder ich habe mal in Australien gewohnt, von da noch in Sydney. Okay. Viel Zoom-Calls gemacht, aber es ist sicherlich mehr geworden seit dem Lockdown und auch danach haben zum Teil die Videocalls noch beibehalten worden. Ausbildung, die ich mache zu Business Constellations, Purpose Constellations, das sind Ausbildungen, wo du die Firma erforschst und schaust, was will eigentlich das Leben von der Firma, nicht nur der CEO oder die Aktionäre, sondern was will das Leben von der Firma, was ist der evolutionäre Sinn. Die kann man super online machen, ob wir waren 3D-Avatare, okay. Oder du machst es 2D. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Insofern ist es online hat ein bisschen zugenommen, aber für mich jetzt nicht signifikant. Ja. Und jetzt fangen auch wieder die Workshops an mit Covid-Abstand. Ja. Und ich merke auch so, Firmen und die Menschen da drin, die hungern auch schon so ein bisschen nach dem menschlichen Kontakt. Also 100% online, wir sind soziale Wesen, also 100% online funktioniert nicht. Du hast schon den Stichwort Work-Life-Balance. Das ist kein neues Begriff. Das gibt es, keine Ahnung, seit den 90ern und irgendwann, vielleicht noch länger, als Begriff. Viele sagen, das ist ein Misnomer. Es ist ein falsches Begriff. Das stimmt nicht. Es kann es nicht sein. Ich habe mein Leben ein bisschen umgemodelt durch das Aufhören zu arbeiten für den großen Konzern. Und kann ich mich mein Neues zusammenstellen? Aber wie stehst du zu dem Begriff New Normal? Das ist, glaube ich, bei deinen Kunden garantiert, nicht New Normal, die Work-Life-Balance, das ist garantiert ein Thema, die kommt. Und wie reagierst du drauf auf den Thema, wenn du das hörst? Ich persönlich bin da sehr entspannt. Das ist aber erarbeitet. Das muss sein, weil die meisten, wenn die das hören, dann geht schon die Nerven zusammen. Das ist erarbeitet. Meine Frau, mein Mann, meine Kinder sagen, ich soll diesen, jenes und die schlagen vor, besonders beim Homeoffice jetzt, die sehen, dass ich tatsächlich um 20 Uhr noch sitze und wo ist die Balance und dann kommen die Vorwürfe, man fühlt sich schuldig, also ich wiedergebe wahrscheinlich, was viele deine Klienten auch sagen, weil ich selber da wirklich auseinandersetzen müsste. Also
Wenn ich sage, meine Entspannung in der Covid-Zeit oder im New Normal, was auch immer das genau ist, da kommen wir vielleicht noch zu. Die Entspannung kommt, weil ich mich, seitdem ich denken kann, bewusst hatte ich Neugier auf Extreme. Ja, das Ich war sieht echt so man in ein deinem Lebenslauf. Sensation Seeker, oder? Ich habe dich zum ersten Mal erlebt, als du Ich bin. in dem Flugchamber, wo du als Genau, ob Fallschirmer, Skydiving, Indoor genau, Skydiving, Skydiving, Indoor ob es Skydiving. Formula One Und du Racing, warst ob mit es sowas von Begeisterung Rennwagen dabei. ist, ob es Mount Genau. Everest Base Camp ist, ob es Grönland-Expedition ist, ein Jahr vorbereitet. Also ich habe gern Extreme, und weil ich mich da drin erlebe und weil ich mich lebendig fühle und weil ich merke, wo sind meine Grenzen. Und manchmal gehst du halt drüber hinaus und dann denkst du, okay, shit happens. Wie beim Paragliding im Himalaya, doppelter Fußbruch, 7 Monate Krücken, dann nachher in Indien. Okay, aber ich habe was gelernt, weil das hat mich dann dazu gebracht, okay, Nicole, du hast es übertrieben, du warst zu viel im Tun, Machen, schneller, höher, weiter, ne, in was ich so das männliche Prinzip nenne, ist auch in Ordnung, aber nicht nur, gibt ja noch ein Sein und eine Reflexion. Und über diesen Fußbruch jetzt beim Himalaya, Trümmerbruch im Reisfeld bei der Landung, bin ich dann ins andere Extrem gekommen, nämlich 7 Monate auf dem Popo sitzen und meditieren. Und jetzt komme ich zur Antwort von deiner Frage, wenn ich sage, die Entspannung ist erlernt, weil ich komme nicht aus einem entspannten Elternhaus, ganz im Gegenteil. Okay. Mein Vater war und ist Alkoholiker, es gab viel Gewalt, ich wusste nie, bin ich sicher. Das heißt, mein Körper hat gelernt, in der Urschwingung, in der Schwingung zu sein von Angst. Und das aus dem Körper rauszubringen, wissen viele, ist Jahrzehnte, jahrelange Arbeit. Mir hat Yoga, Meditation und so weiter geholfen. Viele stille Retreats. Und da habe ich gemerkt, okay, ich kann nicht aus dem Netz vom Leben fallen. Egal wie stressig, egal ob es Covid ist oder Global Financial Crisis oder New Economy Bubble Ja. oder irgendwas. Das sind nur die Wellen oben am Ozean. Aber am Urgrund vom Meer, am Urgrund vom Sein ist es ganz still. Und ich versuche mich mit diesem Zustand rückzuverbinden, wenn ich meine Arbeit mache, wenn ich Menschen und Firmen begleite. Und das scheint zu beruhigen, Okay. weil es irgendwie nicht aufgesetzt ist, sondern ja, da gibt es was, wo ich erlebt habe, immer wieder erlebt habe. Wir können nicht aus dem Netz des Lebens fallen, egal was passiert. Insofern, ich sehe, was passiert zwischen sportlich und Empathie, was gesellschaftlich passiert. Ich glaube, dass die Menschheit in Evolutionssprüngen wächst, dass wir an so einem Sprungrad sind. Und es ist normal, wenn wir schauen, wie die Menschheit wächst, Stichwort Spiral Dynamics, für wen es interessiert, bevor du wächst, sprunghaft, wirklich ein Quantensprung, fällst du zurück ins Alte, Okay. sogenannte Regression. Und das sehe ich jetzt. Globalpolitisch, die Länder sind bekannt. Ich sage es jetzt nicht, weil nachher wird es noch rausgeschnitten von der NSA und wem auch immer. Aber ja, Werden also sie. wir regredieren, wir fahren zurück auf eine frühere Entwicklungsstufe, bevor die neue Entwicklungsstufe kommt. Und das sehe ich jetzt. Und das sehen viele andere auch. Und mit der Haltung kann ich gut Menschen und Firmen begleiten, die total gestresst sind oder die sagen, wir wissen nicht, was unsere Vision ist, wir wissen nicht, was unsere Strategie ist, wir wissen nicht, was wir mit der ganzen Digitalisierung machen müssen. Wir müssen nur weit genug auszoomen, dann relativiert sich so ziemlich alles. Wenn wir schauen, vor 100.000 Jahren von in den Höhlen, wo wir gelebt haben, bis jetzt. Und das funktioniert mit deinen Klienten. Die lassen sich drauf ein. Ja. Also vielleicht ziehe ich die auch an, oder die Ich können nicht meine, anders. du bist ziemlich klar. Also Die wollen das. ich hab dich viel gegoogelt und du bist viel im Netz und ich werde ein paar Hauptlinks, um dich zu finden, in den Shownotes von dem Podcast noch hinzufügen. Du bist ganz klar in was du bietest und was derjenige auch erwarten soll. Also es steht ganz klar bei dir Danke. auf LinkedIn, deiner Website und so weiter. Das fand ich einerseits vielleicht mutig, so klar zu sein, weil einige werden sagen, nein. Und ich kann mir Ist denken, gut, ihr braucht nicht kommen. Ich hätte es auch gleich gesagt, dass deine Reaktion ist, das ist gut so. Dann habe ich die Zeit auch gespart. Ja, Aber für genau. uns beide. Wir Ja? beide, ja, Genau. genau. Und ich sehe selten, also in dieser Branche habe ich noch nicht so viel rumgeguckt zu sehen, was andere, aber diese Ehrlichkeit und das.
Ich komme aus einer Welt, wo Ehrlichkeit ist, man geht ein bisschen anders mit Ehrlichkeit um. Mhm. Ja. Ich meine nicht, dass man falsche Tatsachen erzählt, mhm. aber manchmal versteckt man Sachen oder lässt es einfach nicht so offen. Und das ist ganz menschlich. Das tue ich das kenne ich Kindern. An mir auch. Das ja, kenne ich an mir auch. Es ja. ist ganz normal, ja. wenn das Kind was fragt, man sagt, ich sage 80%, aber die anderen 20, entweder ist es privat, ist es gefährlich oder es könnte schädigend, wie auch immer. Das ist ganz normal, aber deine Präsentation ist, und wie ich das, wir haben beide ein Referat gehalten in einer Tagung Ende letztes Jahres, musste sein. Ja. Fast diese Zeit, November, glaube ich, genau. 2019, hier in der Schweiz. Dann habe ich dich dann zum ersten Mal kennengelernt und live gesehen. Mhm. Und ich weiß es nicht, wie die Mehrheit im Raum reagiert hatte. Es war ziemlich ruhig. Die waren geschockt. Aber ich kenne die meisten davon schon relativ gut. Und bei denen waren die wahrscheinlich geschockt und haben wahrscheinlich 3 Tage später immer noch mit dem Ehepartner darüber ausgetauscht. Was hat sie denn Andere gemeint? Nennen das Disruption. Disruption. Disruption, genau. Aber ich wollte das Wort Innovation bringen, weil mein New Normal ist, um die Innovation, die Leute tun, was durch die Disruption von einem Virus vielleicht, aber ich fokussiere nicht nur um die letzten 8 Monate, aber diese Zeit, durch die wir gehen, du sagst, diese Spirale und jetzt muss man wieder hoch, das ist länger als nur eine Virus jetzt hier, was abgeht. Und mag sein, für 5 Jahren haben wir noch eine Spirale, die wir wissen noch nicht, wo wir landen. Genau. Das können wir noch nicht voraussagen. Aber Innovation ist, was ich suche. Und welche Innovation siehst du? Du hast deine Methoden, du hast deine Themen, du hast deine Ansätze, wie du mit deinen Kunden zusammenkommst. Wie reagieren Kunden heute im Gegensatz wie vor 5 Jahren auf deine Ansätze? Sind die offener für solche Sachen oder andersrum? Ja, ich erlebe den Markt, die Menschen in den Firmen, die Manager, Executives, CEOs, ich nehme sie als viel offener wahr. Ich glaube, der Leidensdruck ist mittlerweile hoch genug. Der Mensch entwickelt sich ja oft über Leid. Leider. Ich habe Themen mit anderen heute gesprochen. Es geht oft nur über Schmerz und also, Leid, genau. bis man endlich den Schritt macht. Es gibt auch den, also wir nennen es in der Psychologie via negativa, wenn wir über Schmerz lernen. Es gibt auch den via positiva, über Freude zu lernen. Es kommt immer mehr, aber noch sehe ich, dass Menschen viel über Leid motiviert sind, das Leid dann weghaben zu wollen. Mhm. Weghaben zu wollen. Und dann kommen die unter anderem zu mir und sagen, Visionsstrategie, Purpose, was auch immer, Teamentwicklung, Change Management und so weiter. Und ich glaube, dass es, bevor die Innovation kommt, überhaupt diesen Leidensdruck haben muss. Das ist wie so ein klassisches Beispiel, gell? Der Schmetterling, der noch in der Raupe ist, da hockt er und oder das Küken im Ei, also das stelle ich mir anstrengend vor, bis sich das rausgepickt hat, das Küken aus dem Ei, oder? Das ist anstrengend. Oder der Schmetterling und irgendwann kann er dann die Flügel ausbreiten. Also wir brauchen den Schmerz, behaupte ich jetzt, dann die Disruption, das Aufbrechen der Eischale. Alles ist neu, es ist zu hell, es ist beängstigend, es ist zu viel, es ist zu überflutend von den Reizen her. Und dann kommt die Innovation. Das heißt, auf ein geschlossenes System, wo keine, ich drücke es jetzt chemisch aus, keine permeablen Außenwände hat von der Zelle, oder? Können wir keine Innovation erwarten. Es muss Disruption geben und das kennen die. Die Weisheitstradition, die Jahrtausende alten, ob jetzt im Hinduismus, im Buddhismus, im Christentum, das kennen die alle, die Energie von Chaos und Ordnung. Ja. Das ganze Weltall kennt die Energie von Chaos und Ordnung. Der Urknall war Chaos, danach kam die Ordnung und so weiter. Also das ist im Unternehmensumfeld ja nicht anders. Aber so denkt man, so redet man nicht im Unternehmen. Ja, noch nicht, aber da arbeite ich dran. Also ich war 25 Jahre in Großkonzern. Ich war als Business Consultant, das wirst du auch kennen von deiner Ursprünge, in vielen Unternehmen, wo ich dann in prickelnde Details eingeweiht werden durfte über ob das Restrukturierung oder alle die möglichen Themen und wie ich in meiner Position helfen könnte. Also nicht nur ich allein, aber ich meine die Firma, wo ich arbeitete, wie man helfen könnte dazu. Und selten hat man über
ich will den Schmerz los. Oder man hat gesagt, wir müssen sparen. Oder wir müssen ausbauen. Also ja, aber dahinter steckt ja eine Angst und die Angst erzeugt Schmerz. Ja. Also ich muss einfach nur die Salami... Die wollen keine Schmerz. Also der das hat uns gebracht. Ja. Am liebsten kein Schmerz. Am liebsten wird alles wieder schön weg und dann funktioniert es alles dort. Aber so redet man nicht über, das ist die normale Zyklus der Welt, das ist das Business, wir müssen mal mit dem Schmerz auseinandersetzen, um dann sich um der Freude, das Gute wieder finden zu können. Oft ist es Augen zu und durch. Ja, bis es nicht mehr geht. Ja. Ja, kann man das, ja machen, das, kann ja das, jeder selber. Das kenne ich seit 10, 15 Jahren ja, absolut. Im Unternehmen. Also, und ich meine, es ist lass ja die Leute mal vergraulen. Und ich habe viele mit Mitarbeiterstrukturen, wo es ganz hoch, dann ist eine große, breite untere Schicht, sagen wir so, in einer Firma, wo man sagt, denen geht's gut. Ja. Ich habe natürlich auch einen Bezug dazu. Es ist ja nicht so, dass Nicole über den Dingen steht, sondern ich hatte ja auch einen Burnout vor 2,5 Jahren, wo ich noch angestellt war, ne? In einer globalen Firma weltweit. Und natürlich sehe ich, dass das Muster von tun, ohne zu fühlen, immer noch weit verbreitet ist. Mhm. So unter anderem eine Folge ist Burnout, Stress, die hohe Suizidrate, die wir in der Schweiz haben, als eine der höchsten in Europa und so weiter. Aber es kostet uns ja was. Gerade, ja, ne? So. Und wir haben unmotivierte Mitarbeiter, wir haben Dienst nach Vorschrift, wir haben totale Überforderungen und so weiter, auch auf Executive Level. Und irgendwann stellt sich jeder vorwärtsdenkende Mensch die Frage, will ich so weitermachen? Will ich hinter dieser Rüstung des Nichtfühlens so tun, als wäre ich eine Maschine? Klammer auf, was ich nicht bin. Ich bin ein Human Being, nicht ein Human Doing, Klammer zu. Und wenn die Entscheidung fällt, nee, ich will so nicht weitermachen, dann kommen sie unter anderem zu mir. Und dann können wir anfangen, überhaupt mal anzuerkennen, dass es da Schmerz gibt, dass die Firma Aua hat. Und wenn wir das mal anerkennen, dann können wir auch in Richtung gehen, dass wir es fühlen dürfen. Hm. Und interessanterweise lassen sich viele Firmen darauf ein. Und wir arbeiten wirklich mit Musik, mit Schreien, mit dem physischen Körper, mit Kraftgegenständen, und die meisten sind absolut froh, endlich mal den Körper einsetzen zu können. Oder im Einzelcoaching endlich mal gestresste Manager mit dem Tennisschläger auf dem Sofa rumhauen zu können, bis in der Schweiß den ganzen Körper runterrennt. Also da ist ja Energie gedeckelt. Ja. Und wir setzen die frei. Stichwort Kraft und Klarheit. Und dann steckt dir die Kraft auch wieder zur Verfügung. Dann kommen wir in eine Lebendigkeit rein. Dann sind wir angeschlossen an die Rhythmen von Chaos, Ordnung oder Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Dann können wir schauen, wo steht die Firma? Ist die gerade im Frühling? Ist die gerade im Herbst? Und dann können wir mit diesen Grundenergien des Lebens arbeiten. Und das wird lebendig und das geht nach vorne. Die Evolution geht immer nach vorne. Ich schwenke auf was anderes, weil ich bin in dein Arbeitszimmer hier und ich habe eine Fallbeispiel von mir selbst. Ja, oh, toll. Sachen, die ich ich weiß, du wie ich beide, wir sind auf LinkedIn sehr aktiv. Und ich finde es super lebendig, was du präsentierst. Mhm. Es ist sehr offen, es ist nicht super, ist nicht die Hochglanz, alles gepolished, es ist einfach draus gelegt, so wie du bist. Und perfect is boring. Also für mich zumindest. Ja, habe ich keine Geduld zu. Ja, danke dir. Genau, perfect is boring. Ich hab ein Problem mit Perfektion manchmal. Und das hemmt mich. Ja, die zweite Reihe hier sagt es auch dazu. So, ich hab Anfang September, weil ich so viel aktiv bin auf LinkedIn und ich habe ein nettes Netzwerk. Also es ist alles sehr, sehr positiv meistens dort. Gibt es ab und zu mal einen Kommentar, den ich sehe und dann grätsche ich da rein bei jemand anders, um zu fragen, was ist. Aber meistens ist es ein super, super Netzwerk, sehr hilfsbereit, tolle Kontakte. Mhm. Auch Leute, die ich jetzt hier finde für meinen Podcast, finde ich darüber. Super. Ich schreibe die einfach blind an und die reagieren. Ja, du, also bist ja erstaunlicherweise, du bist ja auch offen und kannst Kontakt herstellen. Ja. Genau, ich finde es toll. Ich habe Anfang September entschieden, ich werde auf kein Post, was jemand anderes schreibt oder Kommentaren, ich werde kein von diesen Likes, diese Daumen hoch oder die andere Reaktion, ich mache keine. Mhm. Null. Wenn ich reagieren will, schreibe ich was. Mhm. Ich kommentiere es. Mhm.
Und das habe ich jetzt 5 Wochen lang, also anfangs, ich wollte es eigentlich für 1 Monat und dann mal sehen, was passiert und dann aufhören, aber ich mache es noch weiter. Ja. Und ich habe zwei Erkenntnisse und dann bin ich gespannt, was du in deinem business-psychologischen Ich krame in der Spielkiste. Rausholst mit irgendwelchen Begriffen, die mir wahrscheinlich nicht viel bedeuten, aber toll anhören. Aber ich habe einerseits kam unglaublich viele Kommentare dazu zurück. Mhm. Also auf einen Daumen kommt selten eine Reaktion zurück. Ja. Also ich meine jetzt hier Kommentare, wo ich auf einen Post von jemand anderes, ob das eine direkte Verbindung, so First Level Connection bin oder manchmal auf Second oder manchmal ein Third Level, ich schreibe was hin und dann kommt ein Second, also keiner, die ich überhaupt nicht kannte, der ursprünglich, ich kenne derjenige, der jetzt kommentiert, mit einem ganz netten und einer über werde ich jetzt gleich interviewen in 3 Wochen in Düsseldorf. Ich habe noch nie von ihr vorher gehört. Und toll. In kürzester Zeit kam eine Verbindung zusammen und wir verstehen also irgendwie die Wellenlänge. Ganz nett und das explodiert. Mhm. Explodiert. Ich bin seit, ich weiß nicht, 2009 auf LinkedIn, also richtig vom Anfang an dort. Wow. Und geliked, es gibt keine Statistik, dass ich sehe, dass ich 16 Millionen Mal was geliked habe über die Zeit. Also erstmal ein wunderschöner Bouquet ist aufgegangen dazu. Ja. Das ist toll. Die zweite Erkenntnis ist bei mir persönlich. Mhm. Und das ist eigentlich der interessanteste. Ich fühle mich so toll. Mhm. Ich habe ein ganz tolles, ich verbringe einiges an Zeit auf den Plattformen. Nicht mehr, glaube ich, als vorher. Mhm. Und ich habe das Gefühl, durch dieses Gedachte, Überlegte, einen Kommentar zu schreiben, ist nicht nur super, es ist schon ein paar Wörter. Oder ein paar Sätze vielleicht dort. Und manchmal richtig lang schreibe ich dort. Und tut mir leid, wenn die das nicht lesen wollen, ist auch okay. Aber die einerseits die Reaktionen von den Autor selber oder vom Dritte dazu, aber bei mir das Gefühl ist richtig toll. Und ich habe einen Artikel, den ich jetzt schreibe. Das kommt rüber. Deine Herzgegend geht auf. Ich schreibe einen Artikel demnächst, den poste ich dann auf LinkedIn wieder dort, wo ich das auch wiedergebe, diese Erlebnis. Und ich denke, einerseits das Kommentieren bedeutet, ich muss mich langsamer in Social Media. Und wir sprechen mal über LinkedIn als Beispiel, aber das Gleiche tue ich auf Instagram und anderen bin ich vielleicht ein bisschen weniger unterwegs. Ich glaube, das Internetzeitalter neigt uns alle ein bisschen viel schneller zu sein, zu reagieren viel schneller und möglicherweise der Erste, der reagiert. Ich habe die Erste, der gepostet oder der Erste, die kommentiert hatte. Das ist das männliche Prinzip von schneller, höher, weiter. Genau, was ist der Wert eigentlich daran? Warum? Haben auch Frauen. Genau, aber ich merkte, dass da kommt das Thema Mindfulness dazu, die ich von meiner Tante vor 30 Jahren, hat sie mich versucht, das ein bisschen näher anzubringen und das hat lang gedauert, bis ich das ein bisschen verstanden und teilweise versucht zu praktizieren. Mindfulness bei mir ist in der Küche, wenn ich koche, weil ich nutze keine Geräte, ich schneide alles mit der Hand, selbst das Kleinste. Und da sitze ich, es ist keine Musik, da ist nichts im Kopf, es ist einfach, ich sitze dort und ich schneide Karotten. Ich schneide Karotten für 10 Minuten und die sind die kleinste Pfiffchen dort. Aber mein Trauma. Mein Alltagstrauma mit meinem Partner. Das ist mein Moment, wo ich dann richtig einsteige. Ja, dazu. Schön. Und, aber jetzt wieder zum Social Media. Ja. Ich will jetzt Social Media nicht auseinandernehmen, jetzt hier, aber mir persönlich, und ich wollte es einfach dir erzählen, einerseits, dass du das mal hörst, weil du willst es bei mir lesen irgendwann auf LinkedIn als Plattform, aber ist das ein ganz normaler, würdest du sagen, ja, das ist ein ganz normaler, eine Verlangsamung, eine Überlegung, eine, hast du schon erwähnt, so eine Wertschätzung, sagt man, eine Wertschätzung. Man ist ein Spiegel am Ende des Tages, man bekommt auch was zurück. Oder spinne ich? Nein, du spinnst. Du kriegst jetzt die offizielle Absolution deiner Hauspsychologin. Das klingt sehr gesund. Die Stunde war kostenlos. Mach ein paar Lachfotos. Nein, te absolvo. Nein, ich... absolut. Also, ich habe mich gefreut, habe noch nicht veröffentlicht, noch nicht fertig geschrieben. Ich wollte es mit dir, weil das spielt in deinem Fach. Also diese Sachen sind Sachen, die du besser zuordnen kannst, was es ist, welche Reaktionen ich dann
finde. Und ich dachte, das ist ein viel größeres Thema als das, was es ist ich schreibe. Ja, absolut. Du hast da Internetzeitalter ist ein Problem. Ich habe ein anderes Buch, das ich schreiben sollte, seit einigen Jahren, die ich immer viele Leute erzähle, aber ich komme nicht dazu. Ich sage aber jetzt noch was zu dem, oder? Ja, ja, genau. Okay. Und ja. Das ist jetzt meine erste direkte persönliche Erkenntnis. Mhm. Ja, vieles reflektiere ich, vieles beobachte ich, aber jetzt habe ich was probiert. Ich habe anderes wie, hör auf mit Social Media, das kann man auch tun, ja. Ist auch nichts verkehrt, eine Pause zu machen. Aber dieses habe ich jetzt tatsächlich praktiziert und tue es immer noch. Und die Reaktion war mir, und ich habe es nicht erwartet, ich habe nicht hingesetzt am Ende des Septembers zu reflektieren, wie war das jetzt mit dem Kommentieren. Kommentar, ich habe es sofort gemerkt, ich habe es gespürt irgendwann im Laufe des Monats. Ja. Ich finde, du sprichst was sehr Wichtiges an, nämlich, dass wir Menschen sind einfach Kontaktwesen. Und wir Menschen haben, ob wir jetzt in den sozialen Medien unterwegs sind oder physisch vor Ort miteinander in einem Raum, wir haben mehrere Grundbedürfnisse. Und ein Grundbedürfnis ist gesehen werden als Mensch. Hm. Ich möchte als Mensch gesehen werden. Und das geht nun mal, wenn du einen Kommentar schreibst, fühlt der andere sich mehr gesehen, weil du wiederholst ja vielleicht, was du gesehen hast oder was du gelesen hast oder wie es bei dir angekommen ist oder was auch immer. Und allein durch diese wertschätzende Tat, du nimmst ja Zeit, Energie und so weiter, um das zu schreiben, fühlt der andere sich als Mensch gesehen. Und das ist eines der größten Geschenke, die wir uns machen können. Ja. Gerade im digitalen Zeitalter, sage ich jetzt mal, uns wird ja noch was bleiben. Ja. Also wir haben eine Grundsehnsucht, als Mensch gesehen zu werden. Und gerade in der digitalen Zeit ist es wichtig, dass wir diese Sehnsucht auch nähren. Also dass wir Futter kriegen, oder? Weil sonst vereinsamen wir. Dann sitzen wir zwar zu Hause und scrollen durch Instagram oder LinkedIn, aber wir haben keinen Kontakt. Das heißt, wir werden emotional nicht genährt. Ja, das ist es. Das ist es, oder? Und klar kann jetzt noch mein Kopf, mein Intellekt, also meine intellektuelle Intelligenz sagen, ja, LinkedIn, der Algorithmus, wertet auch Kommentare höher als Likes. Das weiß ich auch. Das ist so. Das erklärt aber nicht diesen großen Effekt, den du erklärst. Also es ist wirklich ein Thema nicht auf der mentalen Intelligenz, sondern auf der emotionalen Intelligenz. Mhm. Gesehen werden als Mensch. Und das ist auch das, was abgeht jetzt in den Firmen. Wenn ich sage, die Leader fangen an zu weinen, aus Freude oder aus Schmerz, ich möchte gesehen werden als Mensch. Ich bin auch keine Maschine. Ich habe Schnauze voll von so tun, als hätte ich es im Griff, weil ich habe es nicht im Griff. So erfrischend, oder? Ich hab einen Nebeneffekt oder Gefühl, die nicht so positiv ist, wo ich mich ein bisschen schlecht fühle, wo ich nicht die Zeit nehmen kann, will, zu kommentieren. Und ich gebe auch nicht die Daumen hoch. Ja, und ich denke, dann machst du halt nichts. Ob die sich gefreut hätte, wenn ich doch mal. Nee, hätte, das, Verrat, hätte. Genau, nein, stopp. Da kommt diese Nachfrage. Hätte ich doch mal. Nein. It's the road to hell. Nein, stopp, Gedanke. Gut, nein. Dass du das sagst. Stopp. Ja. Ja, nee, hätte, Fahrradkette. Bringt nichts, weil wir können nur im Jetzt was ändern. Wenn ich schon denke, hätte ich mal oder soll ich noch, dann bin ich in der Vergangenheit oder in der Zukunft oder in irgendeiner Potenzialität, aber ich bin nicht im Jetzt. Und wenn ich nicht im Jetzt bin, mache ich mich grundsätzlich unglücklich. Ich so. Klar muss ich im Business ein bisschen planen, oder? Jahresplanung und auch mal Recap zurück, was haben wir gelernt die letzten Jahre, 1, 2, 3. Absolut, aber die Hauptenergie muss im Jetzt sein. Und wenn du grübelst, bist du nicht im Jetzt und das ist best way to hell. Absoluter Energieverlust. Okay, jetzt ist es wie ein Red Bull. Ich habe Flügel jetzt. Ich habe Flügel. Nicht bestätigt, weil ich habe tatsächlich diese positive Gefühle sowieso gehabt. Aber jetzt zum Abschluss. Ja. Was motivierst du? Was motiviert dich meistens jetzt hier? Was ist es, was dich in das, was du tust, man sieht es, man hört es vielleicht durch den Podcast mit Begeisterung, viel Erfahrung. Du bist hands-on mit deiner Sache. Ich fand es spannend, dass du sagst, es kann vieles auch virtuell funktionieren. Ja. Das finde ich wichtig. Das hätte ich bei der Eingangsfrage habe ich das anders dargestellt, als ob das vielleicht alles nur persönlich in Person gelaufen wäre. Und jetzt ist es virtuell, du hast es anders. Meditieren virtuell, wir machen Mindfulness-Übungen virtuell, wir schließen die Augen bei einem Zoom-Call, die Kamera läuft weiter. Also es ist viel möglich, wenn man mal die psychologische Sicherheit im Team geschaffen hat.
Das ist Grundvoraussetzung, dass wir uns sicher miteinander fühlen. Ich, genau. Dass überhaupt man die Augen schließen in einem Business-Kontext, braucht viel Vertrauen. Dass ich dir negatives Feedback geben darf, braucht viel Vertrauen. Also ich muss erstmal die psychologische Sicherheit erarbeiten im Team. Und dann kann ich online sehr viel machen. Wirklich sehr viel. Wir können online meditieren, passiert jeden Tag. Ja. Aber, was motiviert es? Was motiviert mich? Das ist eine gute Frage. Ich brauche ein bisschen, weil mein Gehirn, wie viele andere Gehirne auch, kriegen so innere Bilder. Ich habe jetzt so eine innere Mindmap. Jetzt muss ich durchscannen. Im Sinne der Zeit, welches der Mindmap-Kästchen ich jetzt verbalisiere. Ich glaube, die Kurzantwort ist, mich motiviert das Leben. Dazu gehört der Mensch. Der Mensch ist für mich Leben. Die Natur mit ihren Zyklen, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, habe ich schon gesagt, ist für mich Leben. Bis zurück zum Urknall. Das Universum dehnt sich auch nach vorne aus. Also wirklich mich motivieren die großen Fragen des Lebens. So wirklich so, woher kommen wir, wohin gehen wir? Und wie können wir das so runterbrechen, dass uns das im Business, im Leadership Energie gibt? Also, Beispiel. Bisher, im bisherigen Business-Bewusstsein, Spiral Dynamics nennt das blau und oranges Bewusstsein. Blaue ist Messen, Zählen, Wiegen, Zahlen, Daten, Fakten. Ist ein Bewusstsein, mit dem wir unterwegs sein können. Und das orange Bewusstsein ist mehr so Science, Performance, Best Practice, Me First, Competition und so weiter. Fair enough. Also wir haben uns, vor dem Blauen gab es noch ein paar, als wir in den Höhlen lebten und so. Aber wir haben uns vom Blauen ins orange Bewusstsein entwickelt. Und jetzt käme das Grüne, da geht es um Menschlichkeit, um Kontakt, um Zusammen, um wirklich menschliche Zusammengehörigkeit, Kontakt, wir, Family, ja. Und danach käme noch weitere Stufen, Türkis und Gelb. Und wo das hinpointet, das werde ich jetzt nicht ausformulieren, aber wo das hinpointet ist, dass mich motiviert, die Frage zu stellen, was will das Leben von deiner Firma? Weil ich habe herausgefunden, wenn ich den CEO frage, was willst du von deiner Firma, oder die Kunden frage, oder die Aktionäre, oder den Verwaltungsrat, die können ja nur das sagen, was sie in ihrem schlauen, aber immer noch begrenzten Gehirn schon mal gedacht haben. Und wir können ein, zwei Tage Workshop machen, dann sind wir vielleicht ein bisschen schlauer, aber es ist kein Quantensprung. Und mich interessieren die Quantensprünge. Mich motiviert wirklich komplett neu zu denken. Was will das Leben von der Firma? Was will das größere Ganze von deiner Firma? Was ist der evolutionäre Sinn deiner Firma? Das geht in Richtung, wie kann ich mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung, mit meiner Art, Business zu machen, dem Leben dienen? Und daran motiviert mich, dass wir endlich dann dem Planeten Sorge tragen. Uns als Mensch und dem Planeten Sorge tragen. Das motiviert mich. Und ich glaube, das ist die Richtung der Wirtschaft, weil anders geht es ja nicht, sonst haben wir halt keinen Planeten mehr. Müssen wir nochmal von vorne anfangen. Es kann auch ein New Normal für diese Firmen geben. Absolut. Es wird wenn man diese Quantensprung oder einen Teil davon schafft, dann könnte es wirklich neue Energie, neue Möglichkeiten. Wir stehen absolut davor, manche sind schon drin. Firmen sind ja nur Menschen. Also die Menschen da drin, dass sie sich wirklich fragen, was ist meine Berufung? Also die kommen ins Coaching, sagen, scheiß Job, ich will einen neuen Job. Und nach spätestens einer halben Stunde sind wir im Thema Berufung. Weil mich interessiert nicht, dir einfach nur einen neuen Job zu besorgen. Mich interessiert, warum wurdest du geboren? Was sind deine Gaben? Wie passen die zu deinen Aufgaben? Und wie kommst du zu einer Firma, die dich deine Flügel ausbreiten lässt? Und wie passt dein Purpose, dein evolutionärer Sinn, zum evolutionären Sinn der Firma? Und dann fangen wir an zu tanzen. Das interessiert mich. Mein Kopf tut weh. Du denkst zu viel. Nein, du hast es auch erwähnt und ich bin bei dir, ich denke in Mindmaps. Also ich arbeite in Mindmaps und der Mindmap hat einige neue Sprünge gemacht. Ja, ist super. Das braucht ein bisschen Zeit. Mehrdimensional. Das braucht ein bisschen Zeit, bis es danach das sitzt dort. Ja. Nicole, mich motiviert das Leben. Ich danke dir für deine Zeit und die Möglichkeit, zu dir zu kommen. Das finde ich fantastisch, dass wir die Möglichkeit hatten. Alle Corona-bedingte Hygieneverordnung haben wir gemacht. Hier. Der Hund hat mich mehrfach abgelegt. Also das alles ist gesäubert jetzt hier. Aber ich danke dir für deine Zeit und für die Offenheit. Und einiges habe ich gelernt, was das ist tatsächlich
Möglichkeiten für Firmen, wirklich dieses Quantensprung, dieses oder für einzelne Personen, nicht nur Unternehmen, sich frei zu machen. Und absolut. Ich kenne eine ganze Generation, eine ganze Menge, die sich, ich will jetzt, Sklaven ist wirklich die falsche Beispiel. Aber Blut, Schweiß und Tränen ist vorbei. Für viele ist es schon vorbei, für manche fängt es erst an. Ich finde es super und ich hoffe, die Zuhörer hier, wo kann man dich finden im Internet? Ich will zwar Links, deine Website, ich habe schon erwähnt, LinkedIn, nicht jeder ist vielleicht LinkedIn-affin. Ich weiß, du bist sehr, jeder kann sich anschreiben und ansprechen, da bist du ganz meldet offen. Meldet euch einfach. Du hast schon gestern erwähnt, die Hunderte vom Direktnachrichten über LinkedIn hast du bekommen. Da freust du dich über alle solche ihr Kontakte. Ihr findet mich über LinkedIn, ihr findet mich über menten.solutions und die Firma heißt insideout.solutions. Ihr findet mich in Zürich. Super. Ja. Ja, würde mich freuen, jemanden zu treffen von euch. Und ich danke dir, Andrew, für die Zeit, für den Raum, den du zur Verfügung gestellt hast und kreiert hast und für deine Neugier. Ach. Wichtigste Fähigkeit ever, Neugier. Danke dir. Danke. Bis dann. Dankeschön.